Also mein Name ist Kerstin, ich bin 46 Jahre alt und bin Mama von zwei Töchtern. Das ist die Annalena und die Nelly. Und uns begleitet Huntington schon seit vielen Jahren eigentlich, aber unbewusst. Die Diagnose haben wir bekommen im August 2019. Da haben wir dann definitiv einen Test machen lassen, auf mein Drängen hin, weil mir das bei ihm dann extrem aufgefallen ist. Also unser Papa hat die Krankheit, die Huntington-Krankheit, und das liegt in seiner Familie. Also sein Papa ist mit 54 daran verstorben, und wir haben so das Ende von ihm miterlebt, wo er dann schon im Pflegeheim war. Und wir hatten dann die Wahl, mit 20 uns testen zu lassen. Also mein Mann, der kostete aber damals 1000 Mark, der Test. Und dann haben wir gesagt, 20, nee. Also ne, was das ist so Thema ja auch Testen, was ja dann später nochmal wir besprechen wollen. Dann haben wir es für uns dagegen entschieden und haben gesagt, wir leben unser Leben und haben das auch gemacht, haben auch unsere beiden Mädels bekommen. Und mein Mann hat sich selbstständig gemacht, er ist Kfz-Meister, hat 11 Jahre eine eigene Firma gehabt. Und da hat man aber schon gemerkt, dass mit ihm was nicht stimmt. Also das, was komisch ist, und auch zu Hause hat er sich in seinem Wesen sehr verändert. Und das Krasseste eigentlich, wo mir es dann aufgefallen ist, dass er beim Autofahren, wenn er selber gefahren ist, hat er immer seinen Kopf so nach vorne bewegt. Und ich habe immer gedacht, was macht er da? Und habe dann immer gesagt, bleib doch mal ruhig sitzen. Wieso? Ich sitze ja ruhig. Also er hat es auch selber nicht bemerkt. Er bemerkt es auch heute nicht. Und der Stand im Moment ist so, dass er sich in seinem Wesen sehr verändert hat. Das mit den Bewegungen, ja, es fällt bei uns ab und zu was runter, es fällt was um. Die Fernbedienung fällt am Tag 1000 Mal ihm aus der Hand, solche Sachen. Aber hauptsächlich ist bei uns die Wesensveränderung im Vordergrund. Wir können im Moment gut damit klarkommen, mit den Bewegungen, dass er auch nicht mehr ganz normal spazieren gehen kann, dass er ganz normal ruhig neben einem laufen kann. Das kann er nicht mehr so gut. Aber es fällt ihm selber nicht auf. Auch wenn wir ihn fragen, merkst du das? Nee, es ist alles gut. Bei ihm ist der Lieblingssatz, es ist alles gut. Und er ist immer sehr erstaunt, wenn wir dann auch, wir werden ja von Ulm betreut, vom Professor Landwehrmeier, und dann immer so unsere Sichtweise, was uns auffällt, darlegen, da ist er total schockiert und kann das gar nicht verstehen. Und wir machen alles ganz dramatisch und so ist es ja überhaupt nicht. Und ja, das ist so unser Hauptproblem, dass er es selber nicht merkt. Seine Firma hat er dann 2017 haben wir geschlossen, mussten wir schließen, die Firma, weil es nicht mehr ging, leider. Und das waren auch nur zwei, die da in der Firma waren. Und sein Partner hat dann mal zu mir gesagt, naja, Kerstin, jetzt weiß ich ja mit der Diagnose, warum manches so gelaufen ist, wie es gelaufen ist mit Kundschaft und so weiter. Kann er sich jetzt dann manches erklären. Aber ich sag mal so, ab da ging es eigentlich richtig krass mit ihm bergab. Also er hat dann den Boden eigentlich verloren, nachdem die Firma zugemacht hat. War es ganz schwer, einen Job zu finden. Und er hat sich bei ganz vielen Firmen beworben und er hat nirgendwo Fuß fassen können. Also er hat auch ganz viele Fehler gemacht, in anderen Kfz-Werkstätten Autos angeeckt und solche Sachen. Aber für ihn war das, alle anderen waren schuld, aber er hat es bei sich nicht gemerkt. Und der letzte Punkt war dann eigentlich die Fraport in Frankfurt. Und da haben wir auch vorhin nochmal gesagt, das war so der, was im Kopf bei ihm, glaube ich, auch nochmal richtig Stress war. Weil man da Tests machen muss und sich dann auch da erstmal Tests unterziehen muss, wo man bestimmte Punkte zahlen, da musste er ganz viel lernen und er wollte das auch unbedingt und hat es dann auch geschafft, da reinzukommen. Dann war der Schichtdienst, frühes Aufstehen, Spätschicht, Nachtschicht, und das war einfach zu viel, und er hat es dann aber verschwiegen. Also die große Tochter hat es dann rausbekommen irgendwie, also er hat dann mit ihr geschrieben, weil er es mir nicht sagen konnte, dass er zwar weggeht, aber nicht auf die Arbeit fährt. Und das war so, wo ich dann gesagt habe, okay, was passiert hier gerade? Wir müssen dem mal auf den Grund gehen.
habe mit meinem Hausarzt telefoniert und habe gesagt, ich glaube, wir müssen hier mal nach der Krankheit schauen, ob er sie jetzt dann doch hat. Und ich glaube, wir haben 6 Wochen auf das Ergebnis warten müssen. Die war natürlich sehr, sehr anstrengend, sehr nervenzerreißend, muss ich sagen. Wobei mir es eigentlich klar war, als ich die Symptome, und ich habe ihr nur die Symptome, Screenshot und ihr geschickt und habe gesagt, lies das mal durch. Und sie hat nur gesagt, das ist der Papa. Und das war, dann war es uns eigentlich klar. Und dann haben wir es, ja, ich glaube, 6 Wochen später dann schriftlich bekommen. Und ja, das haben wir jetzt vorliegen. Und er wurde angerufen. Also wir haben es nicht per Telefon. Schriftlich, sondern per Telefon hat der Hausarzt angerufen. Und naja, als er wiedergekommen ist, hat man schon in seinem Gesicht gesehen, was da halt rausgekommen ist. Ja, weil der Hausarzt wollte es gar nicht mir mitteilen, sondern nur mit ihm sprechen. Und dann war es mir klar. Ich hatte mich informiert eigentlich und was das bedeutet, diese Krankheit. Und wir haben ihn ja, also sozusagen sein Papa, genau, haben wir erlebt im Pflegeheim zum Schluss und haben im Prinzip den Schluss miterlebt. Im Prinzip war das dann so erstmal so ein abgehakt. Okay, der Papa ist jetzt gestorben, so. Aber wir sind im Prinzip in dem Moment gar nicht auf die Idee gekommen, dass er das ja auch hat oder haben könnte. Und dann ist mir das wirklich erst so in der letzten Zeit, ab da, wo wir die Diagnose hatten, konnte ich dann zurückblicken und habe gedacht, ach du meine Güte. Also dann hat er es wirklich schon, ich sag mal mit Ende 30, ich schätze mal so 38. Und der Papa ist jetzt 45. Und dann hat er das nämlich schon ganz schön lange. Und ausgebrochen, so richtig ist dann durch diesen ganzen, ich denke, durch den ganzen Jobstress mit dem Arbeitgebern, die verschiedenen. Und das hat das Ganze noch so schlimm gemacht dann bei ihm. Also wir sind 30 Jahre zusammen, sind davon jetzt 23 Jahre verheiratet. Und ich kenne ihn eigentlich, ne, in- und auswendig. Und das war so schwer für mich zu verstehen, wie sich ein Mensch so krass verändern kann in seinem Wesen, auch mir gegenüber, dass er oft sehr aggressiv war oder sehr böse Sachen gesagt hat oder auch wie er geschaut hat, oft so böse und hat mich auch manchmal so angepackt und einfach so in die Ecke gestummt, wo ich immer dachte, okay, da hatten wir die Diagnose auch noch nicht, da hatte ich dann für mich entschieden, das möchte ich so nicht mehr. Ich wollte mich dann eigentlich auch trennen. Hatte das so für mich entschieden und dann kam die Diagnose. Dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich jetzt damit leben und wir müssen gemeinsam gucken, wie wir damit klarkommen. Und rückblickend einfach, wie es sich so im Laufe der Jahre, das war so ein hat man wirklich, wenn man jetzt zurückblickt, diese Veränderung, auch wie er mit seinen Mädchen umgegangen ist, schwierig. Genau das war unser Problem, dass wir so im Prinzip wirklich die Schultern gezuckt haben, gesagt haben, was ist denn mit ihm? Ja, ich konnte ihn auch nicht irgendwie, dass man manchmal sagt, jetzt krieg doch mal die Füße wieder hoch oder man sagt mal so einen Spruch hier, ich gehe auch arbeiten, mir fällt das auch nicht immer leicht und manchmal sagt man so blöde Ausdrücke, krieg doch mal deinen Arsch wieder hoch, warum kannst du nicht arbeiten gehen? Was ist denn mit dir? Was stimmt denn mit dir nicht? Und er hat dann selber gesagt über sich, ich weiß nicht, was mit mir ist, ich kenne mich so nicht. Und da habe ich gedacht, hä? Also wenn er selber das auch so selber so richtig definieren kann, dass er sich so gar nicht kennt, dann muss es ja wirklich einen richtigen Grund haben. Und zum Glück, sage ich jetzt mal, wissen wir ja, woran es liegt. Und ich sage mal, wir zwei, wir erleben ihn tagtäglich und wir sind, ich sage immer zu ihr, du brauchst nicht auf wütend sein auf ihn, sondern sei auf die Krankheit wütend. Ja, es ist nicht er, es ist die Krankheit. Und weil viele Sachen dann zu Hause eben nicht mehr so gut sind. Und das ist dann, es hilft ihr selten, weil sie ja ihren Papa auch anders gekannt hat. Und er sich die letzten Jahre auch ihr gegenüber anders verhält, wie man sich das wünscht. Oder die Distanz Papa-Tochter, das ist irgendwie anders. Und sie ist oft wütend und sagt dann auch oft, ich kann das nicht mehr, Mama, ich kann das nicht mehr, ich schaffe das nicht mehr, du musst was machen. Und,
Und ich sage immer, ich gebe mein Bestes, ja. Aber es geht halt nicht von heute auf morgen. Also das ist einfach so, dass viele Sachen auch Zeit brauchen und wegen den Medikamenten. Er hat Medikamente bekommen von Ulm. Da haben wir keine Veränderung feststellen können, gar nichts. Also wir beide gar nicht. Und er war auch in Taufkirchen in der Huntington-Klinik auf der Station. Und die haben dann nochmal was umgestellt auch. Und er für sich sagt, es ist alles gut. Ihm geht es so viel besser. Und er kam wieder und war total verändert. Und also ist es schlimmer geworden? Sie hat immer sofort gesagt, es ist schlimmer geworden. Also die Bewegungen sind erstmal anders geworden, die er noch nie gemacht hat. Also wie als hätte er sich abgeguckt bei den anderen. Mhm. Das war anders und auch wie er mit uns redet, der Blick ist ganz, also sehr böse geworden. Ja. Und die Körperhygiene. Seitdem er dort war, null. Und ich habe dann da angerufen und habe gesagt, wie kontrolliert das einer von euch, wie oft sich da die Zähne geputzt, geduscht oder so. Und er war dann stolz, dass er gesagt hat, ja, ich habe mich zweimal in den, wie lange war er da, 5 Wochen geduscht. Und zu Hause ist gar nichts mehr. Also er macht zu Hause nichts mehr. Keine Hände waschen nach dem Klogang, gar nichts. Das vergleiche ich immer mal so mit meinen Kindern, die ich im Kindergarten habe. Und ich muss leider so sagen, dass ich das so feststelle, dass er genau dahin wieder zurückkommt, wo meine Kinder jetzt sind, die ich erlebe und die ich ja eigentlich zu Erwachsenen erziehen möchte. Und das ist so schwer, wenn man das sieht, wie er einen Schritt zurückgeht, immer weiter, und er aber auch von sich dann oder uns dann auch anbrüllt, ich bin alt genug, ich kann da selber entscheiden. Ja, solche Sachen kommen dann. Für Annalena ist es halt nochmal anders, kann sie ja gleich so mal selber erzählen, weil sie ja, also kurz rückblickend, wir haben dann, nachdem wir die Diagnose bekommen haben, 2019 war das, wir haben 2020 unser Haus verkaufen müssen, weil er dort immer die Treppe runtergefallen ist. Und ich habe dann gesagt, da müssen wir jetzt sofort was machen. Und dann haben wir uns eine Erdgeschosswohnung gesucht und sind da eingezogen. Das ist viel, viel besser für ihn. Weil wenn ich arbeiten gehe, weiß ich nicht, wenn er zu Hause dann da fällt und dann liegt und ich komme nach Hause. Ich meine, die Angst haben wir jetzt auch, dass was passiert, wenn wir nicht da sind. Aber ich habe meine Dienstzeit ein bisschen angepasst, dass ich dann auch da bin für sie und dann auch für ihn, weil er schläft bis mittags. Also er ist nachts lange wach, guckt eigentlich nur Fernsehen und schläft dann einfach morgens bis mittags. Na, eigentlich dann fast so lange, bis wir dann von der Schule oder von der Arbeit kommen. Diesen Alltag erlebt sie halt nicht. Na, wo wir dann das Haus verkauft haben, ist sie im Prinzip ausgezogen und war das da so mit deinem Freund zusammengezogen, erstmal noch dein Freund. Mhm, ja. Und da hat sie halt einen anderen Abstand und sie erlebt das nicht so, wie wir das halt erleben. Ja, das Komische war, dass meine Eltern mir schon mal von der Krankheit erzählt hatten, war schon ein bisschen länger her. Und da war ich in der Ausbildung und habe gemerkt, unser Papa ist komisch, meine Mama hat auch viel mit mir gesprochen, was ihr auffällt. Und da ist mir in den Sinn gekommen, habe gesagt, habt ihr nicht mal was von der Krankheit erzählt? Und da habe ich sogar meinem Chef damals, ich bin ja medizinische Fachangestellte, habe ich den mal gefragt, hier, kann das sowas sein, so eine Krankheit? Und dann meinte er, ja, das kann schon gut sein. Und dann bin ich nach Hause gegangen, habe dann damals gesagt, hier, vielleicht hat er das ja. Und dann haben wir es irgendwie auch wieder vergessen und dann war es wieder nicht mehr im Raum gestanden. Warum wir das nicht aufgegriffen haben, aber was hätte es geändert? Wir wissen es nicht. Und dann, nachdem wir den Test dann hatten, der Moment war schon krass, als er dann gekommen ist und diesen Blick im Gesicht hatte. Ja, wie als würde er erfahren, er wird jetzt nächste Woche irgendwie tot sein. Das war... Ja, das Gefühl hatten wir alle, dass wir erstmal in so ein Riesenloch gefallen sind. Er selber natürlich auch, wobei er immer gesagt hat, ja, ich hab's mir schon gedacht. Also so auch irgendwie ganz merkwürdig ein bisschen. Aber seitdem leiden, habe ich das Gefühl, dass wir mehr leiden als er. Also bei ihm ist es so, dass er seltenst drüber spricht. Und
Nach der Diagnose ist seine Familie gekommen. Also er hat noch eine Mama und noch 3 Geschwister, die aber von einem anderen Vater sind. Zum Glück, kann man eigentlich sagen. Und die haben uns dann alle besucht. Das war natürlich auch sehr emotional, das Treffen, weil die wohnen in Stuttgart und sind dann alle gekommen und haben ihn auch überrascht. Als wir das dann wussten, haben wir gesagt, okay, dann kommt und wir sprechen darüber. Und seine Mama hatte da auch schwer dran zu knabbern. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ein bisschen mache ich ihr da auch Vorwürfe, dass sie nicht einfach früher was... Sie sagt halt, sie hätte es nicht gewusst. Ich weiß nicht. Also man ist ja mit dem Menschen verheiratet gewesen, hat ein Kind mit ihm bekommen. Und das ist so, wo ich sage, verstehe ich nicht, was da schiefgelaufen ist. Ja, ich sage immer, redet miteinander, besprecht das oder... Wir mussten es auch groß besprechen, weil ja für Annalena auch die Familienplanung im Vordergrund stand. Ne? Sie hat sich immer eine Familie, eine eigene Familie, Mann, Kinder und so weiter gewünscht. Und da war das Thema dann, da ist uns eigentlich, als wir den Test dann hatten, das Ergebnis bewusst geworden. Wir waren nochmal bei dem Arzt in Bad Homburg. Der dann mit uns gesprochen hat und gesagt hat, ist Ihnen klar, dass Ihre Kinder zu 50% die Krankheit geerbt haben können? Nein, das war für mich auch erstmal so wieder ein Schlag ins Gesicht. Und dann stand natürlich, für sie war ja alt genug, die Frage die ganze Zeit, lasse ich mich testen oder nicht? Ja, da die Familienplanung halt im Vordergrund stand und ich mir schon immer Kinder gewünscht habe, war das so... Also mir ging es da richtig schlecht in der Zeit, wo wir das dann erfahren hatten. Und dann habe ich auch viel in der Selbsthilfegruppe gelesen, wo dann viele schreiben, ja, die Leute mit der Krankheit, die dürfen keine Kinder in die Welt setzen. Und das war für mich, muss ich sagen, ziemlich schlimm. Also ich fand das auch ganz schrecklich, dass man das so sagt, weil, naja, es ist halt jedem sein Leben. Und ja, natürlich ist die Krankheit schrecklich. Aber dass man dann den Leuten sagt, ja hier, du bist ein Unmensch, wie kannst du das machen und wie kannst du das tun? Und es war für mich so schlimm, da hatte ich auch richtige Depressionen danach. Also gerade auch in der Zeit, wo wir das erfahren haben. Also ich glaube, das war so schlecht ging es mir noch nie. Und dann sowas da zu lesen, hat natürlich noch mehr eingeschlagen, so ein bisschen. Und ja, und dann war mir aber eigentlich klar, da saß ich auf der Arbeit und da war mir klar, dass ich das testen lassen möchte. Weil ja, ich kann sagen, ich lasse es nicht testen, ich blende es jetzt aus. Aber wie man ja bei uns jetzt sieht, bei unserem Papa, irgendwann kommt es sowieso raus. Und ja, ich wüsste jetzt nicht, was mir das gebracht hätte, es erst irgendwann später zu wissen, als wie wenn ich es weiß und weiß, okay, ich bereite mich vielleicht auch ein bisschen darauf vor oder mache noch Sachen, die ich unbedingt machen möchte. Und dann habe ich mich entschieden, habe auch angerufen, hatte es niemandem erzählt erstmal. Und irgendwann habe ich mich dann bei der Mama anvertraut, habe gesagt, hier, ich habe jetzt doch einen Termin ausgemacht. Und dem Papa konnten wir das nicht erzählen, weil er eigentlich das nicht wollte, dass wir uns testen lassen. Ja. Er hatte große Angst. Der wollte es so. Ist. Ja. Und das war schon, naja, dann hatte ich den Termin und da ging es mir eigentlich ganz gut. Aber dann auf der Rückfahrt, da musste ich dann wieder auf die Arbeit. Werde ich nie vergessen, wie ich da im Auto gesessen habe und komplett geheult habe. Und total fertig war, weil irgendwie war es erleichternd. Okay, ich habe es jetzt getan. Aber auf der anderen Seite war es auch so, oh Gott, jetzt ist es soweit. Was ist, wenn da rauskommt, ich hab's? Also man spielt dann ganz viele Sachen in seinem Kopf ab. Und ja, das war schon heftig. Also ja, in der Zeit, wo wir es erfahren haben, genau zu dem Zeitpunkt habe ich meinen jetzigen Ehemann kennengelernt. Ja. Und dann war da natürlich noch nicht Kinderplanung im Vordergrund, aber ich wusste, ich möchte unbedingt Kinder haben, auch nicht erst spät oder so, sondern schon Frühmama werden. Und ja, also die Zeit, da war mein Freund auch immer für mich da, als wir da drauf gewartet haben. Der hat da mit mir Sachen erlebt, wo ich echt sage, also da wäre vielleicht jeder andere irgendwie gegangen oder hätte gesagt, also Gott, wenn das jetzt ist und vielleicht hast du das, dann möchte ich mit dir nicht mehr zusammen sein oder ich möchte das halt nicht. Und er hat immer gesagt, egal ob du das hast oder nicht, ich möchte mit dir zusammen sein. Ja. Und da haben wir sehr lange drauf gewartet und dann hatte ich einen Anruf auch von dem Arzt bekommen. Und da kam dann meine Mama zu uns nach Hause und da hatten wir einen Telefonanruf mit ihm. War das schon Corona? Ich glaube ja, deswegen... Kurz davor war, glaube ich, vor Corona und
Ja, kurz davor, und dann kam sie zu uns und dann hatte er uns angerufen. Also dieser Moment war wirklich krass zu wissen, okay, jetzt ist es da. Und ich hatte auch vorher immer mal angerufen, weil nichts kam von denen. Meinten sie, ja, es kann halt ein bisschen dauern. Und es war schon wirklich eine Zeit so, oh, da hat man so gehippelt und irgendwie hat man sich auf das Ergebnis gefreut, weil man gedacht hat, vielleicht habe ich es ja wirklich nicht. Und irgendwie hat man Angst davor. Also es war so ein Zwischending. Und ja, und dann hat er uns angerufen und den Moment werde ich auch eigentlich nie vergessen, als er tief durchgeatmet hat und dann wirklich gesagt hat, Frau Schröder, Sie haben nicht die Gene. Genau. Ja. Mhm. Weil ich bin immer davon ausgegangen, dass ich es habe. Und bei ganz vielen Sachen hat man dann gedacht, keine Ahnung, ich habe den Einkaufswagen irgendwo hingestellt und habe vergessen, wo der jetzt ist und dachte so, ich habe es auf jeden Fall. Und das war schon krass, das waren weil ich... schlimmen Wochen zwischen dem... Ja, zwischen dem Testergebnis, weil ich so davon... Ja. Ich habe immer gesagt, ich habe es. Ich bin so fest davon ausgegangen. Und als dann jemand da gesessen hat und sagt, Sie haben es nicht. Und das... Ich habe gesagt, also das Datum habe ich auch gesagt, haben nur geweint und habe auch gesagt, für mich ist dieses Datum ein zweiter Geburtstag. Damit wurde mir etwas geschenkt. Ich habe gesagt, vielleicht haben sich meine guten Gene, meine starken, gegen die Bösen durchgesetzt, so erklären wir uns das irgendwie. Und ja. Ich habe immer gesagt, ja, mein Papa hat mich davor beschützt, der wollte nicht, dass wir das haben. Weil in seiner Familie, kann man dazu sagen, es nur die Männer haben. Es hat nicht eine Frau, es haben wirklich von seinem Papa, also seine ganzen Onkels, das sind glaube ich noch 5, alle diese Krankheit haben. Aber keine Schwester, also keine Schwester von dem Papa. Die sind alle gesund. Und dann habe ich immer gesagt, Anna... Man hat sich da dran gehangelt und halt gedacht, naja, ist ja so eigentlich nicht, genau. Aber man hat halt trotzdem gehofft dadurch, so, ja vielleicht... Dann hast du dein großes Glück in die Hand genommen. Kann man so sagen. Es war wirklich mal allein die Vorstellung, keine Kinder zu haben. Ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, weil andere, die wollen vielleicht keine Kinder oder erst später. Aber für mich war diese Vorstellung so schrecklich, ich kann die Kinder haben. Es war so von jetzt auf gleich so wie so eine Luftblase zerplatzt irgendwie mein Traum so ein bisschen. Ne? Also es war vorher schon so, bevor wir das auch wussten. Ich weiß nicht wieso, jeder ist da ja unterschiedlich. Aber für mich war das immer so das Tollste, mit seinem Partner etwas zu kreieren, sag ich jetzt mal, oder zu bekommen, was einfach von beiden stammt. Worin man sich selber sieht, aber auch seinen Partner und auch die Zeit mit dem Kind. Das ist sowas Tolles. Also ich weiß noch, dass ich gemerkt habe, dass ich schlecht alleine damit klarkomme, dass ich in einen Austausch kommen muss. Und dadurch, dass es ja Facebook und sowas gibt, habe ich dann gedacht, ach, du googelst einfach, guckst mal bei Facebook, was gibt's so. Vielleicht gibt es ja auch eine Gruppe Korea Huntington und dann habe ich dies auch gefunden und bin da auch sofort beigetreten und habe mich dann darüber auch informiert, ob es eine Selbsthilfegruppe gibt bei uns in der Nähe. Und bin dann auch, ich habe dich dann glaube ich auch mitgenommen das erste Mal, habe dann Kontakt aufgenommen mit denen und die haben uns dann auch sofort eingeladen. Da sind wir beide alleine hingegangen. Weil ich da fand, dass sie dafür noch zu jung war, weil ich auch nicht wusste, ich wollte selber erst mal schauen mit ihr. Weil du wusstest ja auch, da hatten wir das Ergebnis von dir ja noch nicht. Da habe ich mich auch noch nicht testen lassen. Genau, und dann sind wir so im Prinzip dahin und es war auch ganz schwer für uns, das auszuhalten, was wir da gesehen haben. Und wir haben noch in Bochum an einem... Was war denn das, so ein Seminar? Infotag oder sowas, glaube ich. Oder ein Infotag mit dem Herrn Saft und Professor Landwehrmeier. Da war ein Riesenvortrag mit den neuesten Forschungsergebnissen. Da war unser Papa auch mit. Der hat sich das auch alles angehört. Und an dem Stand mit diesen ganzen, das weiß ich noch, da standen diese Trinkbecher, Tassen, Strohhalme. Und ich so, da kannst du mal schön vorbeilaufen, das brauchen wir ja jetzt noch gar nicht. Und da muss ich jetzt manchmal dran zurückdenken, weil ich feststelle, dass das Essen schon manchmal schwierig ist bei ihm, weil er sich sehr viel verschluckt und viel hustet. Also das fällt uns ganz extrem auf, dass er ganz, ganz viel husten muss.
Und dann ist mir dieser Stand jetzt dann doch wieder in Erinnerung und habe gedacht, naja, vielleicht irgendwann gibt es das wieder und dann werde ich mich da doch mal informieren müssen. Habe auch schon mal in der Selbsthilfegruppe gefragt, wie macht ihr das, was kann ich mit dem Essen machen? Oder also er würde das jetzt total ablehnen, wenn ich jetzt sage, ich püriere dir dein Schnitzel oder, ja, also, oder Gemüse oder da würde er sagen, na, ich glaube, es geht los. Bei uns ist ja alles gut. Ne? Also ist auch wirklich sein Lieblingsspruch, alles gut. Aber man selber würde das ja auch genauso finden. Also das sage ich halt ganz oft, dass man trotzdem immer daran denken muss, er ist ja trotzdem noch ein Mensch. Und das ist manchmal halt schwierig, dazwischen diesen Grat zu gehen. Wenn man sich aber in ihn hineinversetzt, das sagt halt mein Therapeut, der spiegelt das dann immer und sagt, drehen Sie es einfach mal um. Versetzen Sie sich mal in seine Lage. Wie würde es Ihnen gehen, wenn einer ständig sagt, oh Mann, jetzt ist hier schon wieder die Tasse runtergefallen oder hast jetzt gekleckert oder, ne? Das ist für beide Seiten verdammt schwierig, ein gutes Gleichgewicht zu finden. Also dieses Meckern haben wir schon nicht mehr. Oder wir meckern dann untereinander. Wir klagen uns meistens untereinander, unser Leid, was wieder passiert ist. Und ich sage ihr dann, was ich gesehen habe oder so. Oder sie erzählt es mir dann, was sie erlebt hat. Und das ist dann so. Aber wie du sagst, es ist so schwierig, weil er ja, er ist ja noch da und er ist ja bei uns. Für ihn gibt es eigentlich die Krankheit so jetzt nicht jeden Tag. Es hat er mir auch mal gesagt, er möchte da nicht jeden Tag drüber nachdenken, dass er die Krankheit hat. Wir sehen ihn aber jeden Tag. Ich erlebe ihn jeden Tag. Für uns ist das was ganz anderes. Ja? Er kann es ausblenden, ich nicht. Und die, seine Familie, die kriegt, weiß ich nicht, ne? Die wollten uns jetzt mal besuchen und unser Papa lehnt es ab. Also der ist irgendwie, weil die sind wirklich in einen bösen Konflikt geraten und mit dir, du hast dich komplett ausgeklinkt aus der Familie. Sie ist da ganz konsequent und ich bin immer noch so, ne? Es ist irgendwie so, wo ich immer denke, oh Mann, was mache ich denn jetzt? Aber eigentlich kann man sich das schon manchmal gar nicht mehr durchlesen, weil wir telefonieren ja nicht mehr. Es geht ja nur noch über WhatsApp heutzutage, was ich schon schlimm genug finde. Und die kommen mit seiner Art nicht klar, ne? Wenn er dann was schreibt und dann explodieren alle. Wie konnte er das schreiben? Und er ist ja unmöglich. Und dann schreibe ich immer nur, ihr wisst, dass euer Bruder krank ist? Das habt ihr noch auf dem Schirm. Ja, aber wie kann der so schreiben? Ich sage, da merkt man, das erlebe ich jeden Tag. Nein, überhaupt nicht. Aber damit haben sie sich dann anscheinend ja auch nicht auseinandergesetzt, richtig mit der Krankheit, so wie wir jetzt. Ich glaube, das wollen viele auch nicht. Viele wollen einfach nicht, okay, der ist jetzt krank, aber gut, mehr will ich jetzt nicht wissen. Weil wir haben Bücher gelesen, wir haben uns im Internet schlau gemacht, alles, was man zu der Krankheit gefunden hat, habe ich aufgesaugt, um zu gucken, was kann ich noch tun, wie kann ich helfen. Und er ist jetzt auch in der Studie drin. Wo ich jetzt morgen mit ihm nach Ulm fahre und ne, dass diese Studie anläuft. Das war auch sein Wunsch. Er wollte unbedingt in eine Studie. Ja. Das war so sein Strohhalm. Ich muss da rein. Ich muss halt das Medikament kriegen. Gut, das weiß man halt nicht, ne, ob man in welcher Gruppe man halt landet. Aber das war ein großes Ziel und er hat sich da jetzt so gefreut, dass er da drin ist. Ja, umso mehr Infos kann man auch an andere weitergeben. Und ich saug auch auf, wenn die in der Selbsthilfegruppe die Menschen da was reinschreiben. Du liest es ja auch mit. Davon kann ich viel profitieren oder auch Ratschläge und Tipps Bezug auf Pflegeheim, was ich vorhabe und was muss ich tun, welche Schritte und so weiter. Also es ist wirklich nicht so in sich verschließen. Das habe ich gemacht die erste Zeit, klar. Auch getrauert, was passiert und wie du schon sagst, man hat das Gefühl, naja, in 4 Wochen ist er tot so ungefähr, aber man hat sich dann wirklich erstmal belesen, wie das geht. Aber ich finde halt, bei dieser Krankheit ist für mich das Schlimme, dass man nicht sagen kann, wie bei dir, bei deinem Papa, der hatte die und die Symptome, das kriegen wir auch. Nee, das ist eben nicht so und das ist wirklich bei jedem unterschiedlich. Was wir jetzt auch gesehen haben, da schon öfters in Ulm, ne, wo wir gesagt haben, oh nee, wenn der Papa so wird. Und dann, ja, vielleicht wird er ja gar nicht so. Vielleicht ist was anderes bei ihm, ja. So, die Krankheit ist so vielfältig mit ihren Symptomen. Das macht es halt auch noch mal schwieriger. Aber wenn ich jetzt zurückblicke, würde ich jeden raten, Deutsche Huntington-Hilfe, da Hilfe holen, Infomaterial oder an solchen
Workshops oder, das war, glaube ich, ein Workshop hieß das, teilnehmen, wenn man da die Chance hat, sowas, wie weit sind die Forschungsergebnisse, sowas halt, also wenn man dann den ersten Schock überwunden hat, dann würde ich das jedem raten, da offen zu sein für alles, was man kriegen kann. Also ich habe auch ein Bilderbuch gekauft für sie, um ihr das dann, weil sie wusste ja auch gar nichts von der Krankheit, habe ich dann das Buch gekauft und habe dann mal eine ruhige Minute und habe gesagt, wir besprechen das mal. Nee, ich weiß noch, da kamst du aus Ulm mit dem Papa, dann kam die irgendwie auf mein Bett noch und dann wollte er eigentlich das Buch mir vorlesen, aber dann hat er Angst gehabt, es vorzulesen, deswegen hat die Mama es mir dann vorgelesen und dann wusste ich halt davon. Ich habe es erst nicht verstanden. Und dann wurde es mir halt immer klarer, dass ich auch gemerkt habe, dass er immer, wenn ich mein Zimmer aufgeräumt habe, wurde er immer aggressiv, wenn er es mit mir gemacht hat. Hat er dann für die Spielsachen auf den Boden geschmissen, alles rausgeräumt auch meistens. Und dann wurde es halt immer klarer und dann kam ich auch ein bisschen damit klar, bis es dann richtig schlimm wurde, auch mit den Treppen runterfallen. Das war dann auch der Schock. Und ja. Ja, weil du hattest dein Zimmer an der Treppe. Und das Wohnzimmer war weiter weg im Haus. Ich habe das oft gar nicht so gehört. Und sie kam dann ganz oft gerannt, Mama, Mama, der Papa ist wieder die Treppe runtergefallen. Und sie hat es dann als erstes ja immer live gesehen und miterlebt. Das war schon... Also ich finde es schon besser, weil das ist besser, wenn ich es jetzt früher erfahren habe, als wenn ich jetzt von Jahr oder so erst erfahren habe, was mit meinem Papa ist. Weil dann konnte ich auch besser damit klarkommen erstmal und es mehr kennenlernen, die Krankheit und alles. Und konnte mich auch selber informieren. Und ja... Es war schon viel besser, dass ich aufgeklärt wurde. Also meine Eltern können damit überhaupt nicht umgehen. Die haben den Kontakt, also ich habe ihn auch abgebrochen, weil sie ihn dann beschimpft haben, dein Mann ist ein Idiot und wir schlafen mit deinem Mann nicht mehr unter einem Dach. Das ist mir, das geht mir heute noch nahe, wo ich denke, was ist passiert? Warum? Also ich habe keine Antwort bekommen, bis heute nicht. Die wollen mit ihm nicht mehr und die reden auch ihn nicht mehr mit Namen an. Wenn sie irgendwas fragen, dann heißt es nur noch dein Mann. Hm. Und das ist so unpersönlich für mich, wo ich immer dachte, wir haben auch schöne Zeiten miteinander gehabt. Und das verstehe ich dann nicht, dass man... Also die können damit gar nicht umgehen. Und ich habe ihr dann nur mal zurückgeschrieben, da hat sich jemand nicht richtig informiert. Das Schlimme ist ja, dass sie mal zu Mama meinten, ihnen ist schon länger aufgefallen, dass mit ihm was komisch ist. Ja. Und da haben wir gesagt... Ja, warum sagt ihr denn nicht? Also dann sprecht mit uns, weil dann hätte man es einfach vielleicht schon doch viel früher wissen können. Das ändert so viel. Ich meine, wie meine Mama schon gesagt hat, sie wollte sich trennen. Das sind so Sachen, man muss einfach wissen, wenn einem auffällt, da stimmt was nicht. Irgendwas ist komisch. Einfach hinterher sein, zum Arzt gehen, einen Test machen lassen, wie auch immer. Aber dass man da wirklich weiß, was Sache ist und man dem Mensch die Chance geben kann, dass man ihn nicht verurteilt für irgendwas, für was er nicht kann. Also er kann dafür ja nichts. Wir sehen manches nicht und andere Leute sagen dann, was ist denn mit deinem Mann oder was ist denn da, ne, der Nachbar oder so, der dann schon manchmal sagt, hier, dein Mann antwortet gar nicht mehr, hat er gerade gestern gesagt. Ich sage, ja, muss man halt klarkommen, ist halt so. Und aber das hat mich als Ehefrau und auch dann als Tochter ja eigentlich so verletzt, dass ich gesagt habe, damit... Also mein Therapeut hat mir da auch geholfen, hat gesagt, hinter was laufen Sie her? Was erhoffen Sie sich, wenn Sie den Kontakt weiter aufrechterhalten? Also das merke ich gerade, dass ich einfach eine richtig gute Freundin gefunden habe auf der Arbeit. Die ist für mich mehr Familie als die eigenen Eltern. Weil ich denke immer so, ich würde mich so gerne einfach mal mit denen austauschen, als man sich einfach mal unterhält, ganz normal, ja. Ohne dass man dem anderen Vorwürfe macht. Ich meine, wir tauschen uns aus, aber es ist ja oft, sie ist 13, ich bin die Mama. Ich kann mich mit ihr ja nicht so austauschen wie mit meiner erwachsenen Tochter. Oder dann nochmal mit meiner Mutter. Ist ja nochmal was anderes. Und wir beide würden uns manchmal so gerne unsere Großeltern oder deine Urgroßeltern zurückwünschen, weil wir zu denen so ein richtig liebes Verhältnis hatten. Und ich sage immer, oh Mann, dein Rat hätte ich jetzt gern mal was sprich noch einmal mit mir, wie soll ich mir noch mal einmal mit dir sprechen? Was würdest du denn jetzt machen oder sagen? Ja, was können wir denn machen? Oder? Das ist das, was ich immer versuche, ihr zu übermitteln. weil ich gesagt habe, dadurch sieht man erstmal, was wirklich wichtig ist. Also, wie du schon sagst, dass man wirklich Menschen, die einem nicht gut tun, einfach sagen, dann tschüss, dann macht euer Ding, ihr könnt jemand anderen irgendwie oder mit dir selber, aber man selber möchte das einfach nicht mehr.
Oder einfach sagen, hier, das Leben ist so wichtig, oder Sachen, wo man sich früher geärgert hat, wenn es einem mal nicht gut geht und man hat öfters was, dass man sagt, ach komm, ja, es nervt zwar, wenn man immer mal krank ist oder irgendwas, aber man kann sagen, wir haben aber diese Krankheit nicht. Und dieser Mensch würde sich vielleicht wünschen, öfters lieber krank zu sein, anstatt die Krankheit zu haben. Mhm. Und das ist so, was mal trotz, egal wie schlimm das ist, und für mich ist das genauso schlimm, weil nur weil ich nicht mehr zu Hause wohne und das vielleicht nicht so mitsehe, ist es trotzdem für mich genauso schlimm. Und es ist auch ein Teil wichtig, dass ich auch rausgekommen bin, weil das ist bei meiner Schwester genauso. Die muss auch irgendwann ihren eigenen Weg gehen und das ist wichtig. Ja, es ist der Papa, man ist auch da, man versucht da wirklich Zeit zu verbringen, was halt manchmal schwierig ist, manchmal kommt man gut damit zurecht, manchmal nicht, aber... Das merke ich halt dann eher, wenn sie nicht so gut da mit klarkommt, dann kommt sie eben erstmal eine Zeit lang nicht. Das merkt man halt, das ist für mich aber in Ordnung. Ja, das ist für mich in Ordnung, weil ich sage, jeder muss nach sich selber schauen. Und wir haben halt nochmal die Entscheidung, sie hat sich testen lassen. Wir haben gerade gestern nochmal, um uns so ein bisschen vorzubereiten, habe ich mit ihr nochmal gesprochen, was ihr Wunsch ist, auch mit Testen und so weiter. Ne? Ich lasse mich testen. Auf jeden Fall. Damit ich schon irgendwann auch weiß, ob ich jetzt wie Annalena Kinder bekommen kann oder ob ich ein schönes Leben jetzt mal so führen kann, ohne im Kopf zu haben, habe ich jetzt die Krankheit oder eben nicht. Das ist schon sonst besser, wenn ich mich jetzt testen lasse bald. In ein paar Jahren. Dauert noch ein bisschen. Ja, mit 18 dann, aber wenn ich es entscheiden dürfte, könnte, wollte, hätte ich den Test sofort gemacht, für mich selber. Ich hätte es ihr nicht gesagt, aber für mich selber, um es zu wissen. So sehe ich das rückblickend für mein Leben auch, weil wir ja mit 20 dann gesagt haben, nee, wir lassen uns, also er lässt sich nicht testen. Das haben wir gemeinsam entschieden und ich bin eigentlich dankbar, weil was wäre gewesen, wenn wir es gewusst hätten, das wäre definitiv hier rausgekommen. Das Einzige, was ich anders gemacht hätte, dass ich gesagt hätte, mach dich nicht selbstständig. Dieser Stress finanziell, der war wirklich 11 Jahre lang der pure Stress im Kopf. Weil halt eine freie Werkstatt einfach nicht, also das geht immer hoch und runter. Und diesen Stress im Kopf hätte ich ihm einfach erspart. Ansonsten hätte ich an meinem Leben nichts anders gemacht mit meinen Kindern. Ich hätte meine Kinder bekommen, so wie wir das uns auch gewünscht haben. Was kann ich beruflich anders machen? Das würde ich halt immer empfehlen, dann darüber nachzudenken. Was tut dir gut? Ich habe ja auch deine Podcasts mir angehört, wo ich gedacht habe, ja, super Einstellung. Habe ich schon gesagt, Nelly, hörst dir mal an, ne? Aber hast ja noch ein bisschen Zeit, aber das halt auch dran. Genau, er hilft mit, er möchte das ja auch. Und bei unserem Papa ist das so ganz anders. Also er ist jetzt so Einzelgänger, er klingt sich so aus, ne? Wenn wir so Ausflüge machen oder mit der ganzen Familie, wo ich dann sage, hast du Lust, kommst du mit? Man muss dann die Entscheidung treffen, dass so, wie es jetzt ist, und die haben wir eigentlich schon getroffen, aber wir schaffen das kaum noch. Es ist sehr, sehr schwer mit ihm, weil er auch sehr, sehr schwerhörig ist. Und er hört das einfach nicht, wie laut er ist und was er knallt. Und bei uns stehen alle Türen offen, ne? Die Demenz, es ist wirklich schon, er vergisst ganz viel. Und eigentlich wollte er auch mit dem ICE ganz allein nach Ulm fahren. Aber dann fragen, ob ich mit zum Friseur gehen kann, so, wo ich immer sage, ja, aber das sind so Auseinandersetzungen, die ich mit ihm habe und sage, ich traue dir es nicht mehr zu. Sei mir da nicht böse. Wie, du vertraust mir nicht mehr? Sag ich, nein, in dem Fall nicht. Das war auch für ihn nochmal so ein harter Brocken eigentlich, ne? Dass ich gesagt habe, nein, ich traue dir nicht zu. Wenn unterwegs was ist, es kann immer mal ein Zug liegen bleiben oder irgendwas ändert sich, was ist dann? So. Und das ist dann einfach meine Angst, also habe ich gesagt. Dann hat er nur gesagt, naja, wenn du mich halt fahren willst. Ja, mache ich. Dafür bin ich da. Er muss die Hilfe halt annehmen wollen und das macht er nicht. Das ist unser großes Problem, dass er keine Hilfe annimmt. Er hat Probleme, auch zu ihm durchzudringen. Also er ist da auch schwer am Ackern und versucht da auch auf ihn einzureden. Deswegen sage ich immer, ich muss noch mal nach Ulm, der Professor muss noch mit ihm sprechen. Und es ist aber für ihn selber dann auch schwer, wo er schon an eine Grenze stößt und sagt, oh Frau Schröder, ich muss Ihnen leider zustimmen, die beste Lösung wäre ein dauerhafter Aufenthalt in einem Pflegezentrum. Wobei ich sagen muss, das fand ich ganz toll, haben wir uns angeschaut. Bei Marburg gibt es ein Pflegezentrum mit Huntington-Plätzen. Da ist er mitgegangen, hat sich das Heim mit mir angeschaut und war total begeistert.
Also es gefällt ihm total gut. Er ist da gleich rumgeschossen überall und da habe ich ja Terrasse und hier und da. Na, und dann habe ich so gedacht, okay, genau so wollte ich das, dass du dich da wohlfühlst. Wenn er jetzt gesagt hätte, nee, hier gehe ich nicht her, dann hätte ich gesagt, gut, dann müssen wir weiter gucken. Ja, aber das ist so eine Stunde von uns, wo ich sage, das ist in Ordnung, da können wir dich immer besuchen oder Ausflüge machen, sonst irgendwas. Das hatten wir vor Corona geplant und besprochen, dass wir das so machen wollen. Dann kam leider Corona, dass wir gar nichts mehr machen konnten. Und dann habe ich jetzt gesagt, hier, was hältst du davon? Ich habe da und da mal angerufen. Ja, wann fahren wir? Ne? Und ich, eigentlich ist er ja, das ist so schwer manchmal, dann denke ich, naja, geistig ist manchmal nicht mehr so viel. Und dann wieder, dann guckt er an Kalender, ich schreibe alles auf. Ja, ich weiß, Nelly hat Therapie. Weiß ich. Wenn ich dann sage, hier, wir sind da, ja, ich habe es gelesen, alles gut. Hä? Das wundert mich dann wieder, wo ich denke, dann ist er dann doch da wieder auf Zack und weiß eigentlich Bescheid. Also raten würde ich auf jeden Fall, zur Therapie zu gehen. Was ich auch noch unbedingt noch sagen wollte, dass das keine Schande ist oder irgendwie schlimm ist, sondern dass was Positives ist. Man kann davon sehr viel Gewinn mitnehmen, sich besser fühlen, weil man kann damit einfach, man ist ja auch nur ein Mensch, man kann damit einfach nicht komplett nur alleine klarkommen und immer mit der Familie nur reden. Das ist halt, man dreht sich da wie in einem Rad, also das bringt nichts. Also ja, es bringt einen schon was, aber... Ja, weil es die Familie anders sieht als ein Außenstehender. Ja, aber es ist halt einfach gut, jemand Außenstehenden zu sehen, der einem das so ein bisschen anders sagen kann oder auch Tipps geben kann. Wenn es dir mal schlecht geht, kannst du das und das machen. Also das würde ich jedem raten und dass das nicht schlimm ist. Also das ist auf jeden Fall sehr wichtig für einen selber. Ja, weil wir alle drei haben, auch Nelly hat therapeutische Hilfe, haben wir. Es ist sehr, sehr schwer, jemanden zu finden, der sich überhaupt auskennt mit dieser Krankheit. Da hatten wir riesen Probleme, sozusagen einen Fachtherapeuten zu finden, wobei der dann gesagt hat, ja, ich weiß über die Krankheit, aber der hat gleich gesagt, ach, dann belese ich mich nochmal oder der saugt auch, was ich dann so erzähle, auch alles auf. Guckt sich auch bei der Deutschen Huntington-Hilfe die ganzen Vorträge an und sagt, sagen Sie mir mal, wann das stattfindet, ich gucke mir das an, dass er einfach so ein bisschen im Bilde ist. Und was ich so toll finde, dass die einem nochmal auch so Formulierungen sagen können. Manchmal weiß ich nicht, wie ich eben so gegenübertreten kann. Ne? Ich sage manches anders oder einfach gerade raus. Und er sagt dann immer, formulieren Sie es doch mal so oder so von hinten rum. Oder das finde ich total klasse. Ne? Wenn man das ausprobiert, dann merkt man schon, ja, das ist besser. Also das hat mir jetzt wirklich geholfen, dass ich dann auch sagen kann, was würden Sie mir raten, was kann ich da sagen oder wie kann ich auf ihn zugehen? Es ist schon besser, in Therapie zu sein, sage ich jetzt mal so. Also früher war ich ja noch nicht, weil ich ja auch zu jung war. Ja, also wir würden raten, auf jeden Fall sich auch rechtzeitig um Hilfe bemühen, weil das ist wirklich schwer, jemanden zu finden und das dauert, die haben ja auch nicht gleich Zeit. Oft kommt man auf irgendeine Warteliste und das ist so, also was wir halt auch oft sagen, trotzdem nicht den Mut verlieren. Ja, es ist schwer, wir zwei wissen das, aber trotzdem jeden Tag wieder anpacken und sagen, ach komm, na, wir schaffen das und auch solange halt auch noch bei uns ist, das ist halt so, das kriegen wir hin. Wie es weitergeht, weiß keiner, aber jeden Tag einfach dann, auch wenn es nicht immer leicht ist, trotzdem versuchen zu genießen und einem was Positives. Oder halt auch für sich nochmal so Rückzugsmöglichkeiten zu finden. Also wir haben das, unser Zuhause aufgeteilt, im Wohnzimmer ist nur noch er und wir zwei leben im Schlafzimmer so ungefähr, also in meinem, wo wir uns eigentlich dann so ein bisschen auch aus dem Weg gehen können, hat jeder so seinen Bereich. Und das haben wir für uns auch eine gute Lösung gefunden, wo wir sagen, da kommen wir alle mit zurecht. Und er hat sich noch nicht beschwert darüber. Also schon besser, weil man hat die Leute zum Reden, die auch meistens immer Tipps gibt, hier mach mal das und das, vielleicht klappt das ja. Weil früher habe ich immer der Mama irgendwie nicht erzählt, wenn ich mal traurig war oder so, da habe ich den Alina immer angerufen, hier kannst du mal kurz hochkommen, weil die immer unter uns gewohnt hat. Da habe ich halt meistens mit ihr geredet, aber meistens habe ich es auch selber in mich reingefressen und habe es halt in mich gelassen und es war halt schon schlimmer, aber jetzt komme ich besser damit klar auf jeden Fall.